Dirt Rally. Ja, wir machen einfach weiter. Da, wo wir aufgehört haben, geht's jetzt weiter. So, wir fahren in Sweden. Wir fahren alles in Schweden. Es ist alles nass und kalt hier. Wir mit unserem guten englischen Mini. So, ich ziehe die Gänge hier nochmal ein bisschen hoch. Ich würde sagen, wir setzen das Ding einfach mal in die Mitte. Oder? Und los! Ja, ich habe hier mal ein bisschen den Dings runtergestellt. Die Kommentare, weil in den letzten Videos hat man mich doch sehr schlecht verstanden, was ich da mal so gesagt habe. Deswegen habe ich das einfach mal ein bisschen leiser gemacht, die ganze Sache. Schön gerade bleiben. Ja, schön den Schneehaufen weggefräst. Was passiert? Ganz schön schmierig ist das hier. Ja, also ich nehme immer Events komplett auf. Also, sagen, spiele das Event mit einmal. Deswegen tut es mir auch sehr leid, dass die anderen Videos, dass da meine Kommentare ein bisschen geschluckt wurden. Hier, quer. Ui, festgegraben. Leo, Offroad. Ich rutsche hier wie die Hölle. Ja, immer noch nicht passiert. Schon wieder in den Haufen rein. Andauernd speck ich in den Schneehaufen ein. km/h hier mit meinem Mini. Könnt ihr euch noch am Anfang erinnern? Mit der 100? Ich bin in den Teich reingefahren. Nein. Jetzt müssen wir diese ganze Zeit hier wieder aufholen. Schaffen wir schon. Hast du eben hier wirklich keinen Platz auf der Straße? Wow! Brems! Oh! Puh! Rückwärts! Oh! Na lol! Rückwärts! Müssen wir erstmal rausgraben hier aus dem Schneehaufen oder was? Irgendwas klappert bei mir. Das ist nicht gut, wenn was klappert. Oh, jetzt habe ich Zeit eingebüßt. So. Also Schweden ist schon mal nicht mehr jetzt zu fahren. Ja, der Schnee hier ist so rutschig wie die Hölle. Überall liegt hier irgendwelche Scheiße rum. Ich hab noch nicht mal Winterreifen. Noch nicht mal das. Hep. Mit meiner Zwiebacksäge hier durch den Wald. Hey.
du rutschst hier wirklich von A nach B. Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn hier. Von A nach B rutscht hier. Das ist nicht normal. So, wir haben es gleich geschafft. Die Handbremse. Oh, fu. Voll eingerastet dort. Es sind aber ein paar Haufen. Vor allem, wenn ich bremse, da komplett das gerade blockieren. Und dann gerade komplett über die Achse schieben und nichts gerade passieren. So, wir haben es geschafft. Bitter. Das war wirklich bitter. Aber fünfter, Mann. Immerhin fünfter. So, Nachmittag bewölkt. Nächste Strecke. Achte darauf, welche Teile das Auto du am meisten beschädigst und heuer dann einen Techniker an, der sich darauf spezialisiert hat, dieses Teil zu reparieren. Oh, nahtlos. Zeitlimit, 15 Minuten. Muss mit schalten. Ui. Ich habe jetzt die Kommentare ein bisschen runtergestellt von der Stimme her, aber zieht die Gänge ganz schön spät. Hier hätte ich, glaube ich, die Gänge einfach auf kurz stellen müssen. Hier brauchen wir bloß die Beschleunigung. Die Höchstgeschwindigkeit ist hier völlig bums. Oh, alles voll mit Schnee. Scheiße. Alles voll mit Schnee. Nein, nicht gut. Festgefahren. Scheiße. Was mach ich jetzt hier? Mini, komm. Wenn die Gänge reinzieht. Ja, genau. Und abgerollt. Puh, 5 Sekunden Strafe. So ein Lenkrad wäre ganz cool für das Spiel. Das macht bestimmt Spaß. Mit so einem Lenkrad hier kannst du bestimmt schön umgehen. Ne, schon wieder! Warte, ich hasse diese Schneehaufen. Ich hasse diese ganze Strecke hier. Nö. Hab ich umgetragen, die Karre? Ja, wenn ich normal bremse, passiert gar nichts. Der rutscht einfach nur geradeaus. Oh,
Ui, rein in die Fichteln. Ja, rausgegraben. Offroad mit meinem Mini. Jetzt labert schon wieder irgendwas. Ja, durch den Winterwald komme ich hier gerissen. Ja gut, eher nicht gerissen, sondern eher irgendwie angeglitten. Nochmal schön wickeln lassen auf den Schnee und da haben wir die Etappe auch wieder abgeschlossen. Oh, die haben wir sogar in grün abgeschlossen. 4 Minuten 30. Immer noch Platz 5. Ja, besser als nichts. Besser als Platz 7. Oder was?